Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu This War of Mine, The Little Ones. Und zwar ist das die Anniversary Edition mit allem drum und dran. Es grüßt euch der Kingsplay. Warum habe ich dieses Spiel gewählt? Mögen wir zuerst meinen, gleich vorab. Viele von euch werden jetzt auch in den nächsten Folgen kein, ich sag mal, straightes, stures Gameplay bekommen. Ich nutze in Anführungszeichen dieses Spiel gerne dazu, um nachzudenken, anzuregen, innezuhalten, das Tempo mal rauszunehmen. Und das wird sich über alle Folgen hier durchwegsetzen. Also wenn ihr Zeit habt, ich werde mich immer möglichst kurz halten. Ich denke mir ja sehr oft. Und ich habe ja auch meine eigene Geschichte bereits geschrieben. Das war auf mein, die ich auch gerne direkt starten würde, meine Geschichte. Upsa. Das auch auf mein ist ein Kriegsspiel, sag ich jetzt mal in dem Sinne, dass ich Überlebende habe und mit denen heißt es, so wie hier, 40 Tage zu überleben. Puh, und wir werden hier eine kleine Exkursion machen. Beginnen mit Tag 1. Wie wir sehr gut sehen können, ist es hier, ja, ganz schön brach. Wir haben ein Kind. Das ist nämlich eins der Add-ons, das ich natürlich selbstverständlich mit dazu genommen habe, denn ich bin auch Vater. Und wenn ich dieses kleine Würmchen da sehe, könnte ich eigentlich schon, puh, wegrennen, da hinten Bomben. Ich darf vorstellen, das Kind, ich glaube Kalina, Annika, Daniel, Christoph. Manche Namen sind erfunden, manche nicht. Aus meinem, also manche Namen sind geändert worden, sagen wir es mal so. Aber ich sag mal, grundlegend diese Person, ähnlich auf den Bildern tatsächlich, gibt es tatsächlich. Und deswegen möchte ich das für mich tatsächlich nochmal sehr, sehr intensivieren und sagen, yo. Und ich will nicht bleiben. Annika, können wir nicht weitergehen? Nicht weit weggehen. Ja, das Kind ist traurig. Es ist. Puh. Was machst du, ne? Was machst du, was machst du? Ein paar Verbesserungen, es könnte wohnlich sein. Okay, ich muss jetzt wirklich erstmal wieder einen Faden finden. Raus aus dem Spiel. Also wir haben jetzt das zerstörte Haus. Das können wir, wie wir sehen, mit all den Materialien aufwerten, indem wir es finden, suchen, sage ich jetzt mal. Die überall im Haus, es ist ja versteckt. Ach, wir hören das Kind auch noch zwischendurch. Kann das auch aufräumen? Alles nehmen. Wir nehmen ja alles. Wir finden nämlich im Haus noch Kräuter, Teile, elektrische Teile. Und für was? Alles nehmen. Wir nehmen erstmal alles weg und das Kind ist, hat einen versperrten Weg. Ich vermisse es, mit meinen Freunden zu spielen. Vielleicht kann der Erwachsene es öffnen. Ja, nicht mal das kriegt ein Kind im Krieg hin. Und wer verursacht? Ja, exakt. Nicht einmal ein Kind. Niemals ein Kind. Was ein riesiges Haus, so dunkel und düster. Was macht das Kind denn da? Was macht die kleine Kalina da? Erstmal sammeln wir alles. Ach, wir haben noch gar kein Bett wie die Süße. Beim Werkzeug müsste es hier doch gehen. Okay. Oh Mann, Alter, ich muss mir schon hier zwischendurch. So, wir machen jetzt erstmal ein Bett. Das. Da kommen sie eigentlich runter. Das ist auch doof, wenn sie einen wecken, ne? Aber hier so die meisten Räume, die. Ach, komm her. Wo ich ja alles lang gehe. Wo die Menschen lang gehen, wird es natürlich intensiver. Und da sollte man natürlich auch kein Kind schlafen lassen. So. Halt. Christoph, scharfes Auge für Details. Okay, Daniel, Talent für Elektronik.
Weiß viel über Medikamente. Das ist ein Kriegsweise. Das arme Mädchen. Guck mal, die Kleine echt. Haben wir das echt. Was ist das denn da hinten? Puh. Ich kann echt das Kind hier mal eben spielen lassen. So, wir brauchen aber erstmal ein Werkzeug. Heizgerät, Radio, Schaukel. Einfach Schaukel, die für ein Kind aber unendlich viel Spaß. Oh, nice. Würde ich gleich als allererstes am liebsten herstellen. Doch, ich weiß, primitiver Herd. Wir brauchen erstmal was, um Nahrung herzustellen, etc. Bibi, Popo. Und das wird noch eine ganze Zeit was. Oh, wir haben hier ein Baumhaus noch hinten dran. Okay. Wusste ich gar nicht. Ja, die Thematik Krieg. Wenn ich mal so kurz nach da hinten schwenken kann, um die Zeit zu nutzen. Da steht ein Panzer im Vorhof. Da hinten explodiert es wunderbar. Zerstörte Häuser, zerstörte Gegend. Gnadenlos zerstört alles. Ja, wer mal die Augen genau offen hat, weiß, wie abscheulich die Scheiße ist. Und ich sage es, es passiert doch mittlerweile täglich. Seit langer, 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 langer Zeit. Wir wissen das. Wir, würde ich sagen, behaupten, wissen das alle. Aber, ja. Annika, ich brauche eine dicke Umarmung. Oh, oh, hey, 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 komm her, komm her, komm her, komm her. Rede mit dem Kind. Du bist so blass, alles in Ordnung mit dir. Nein, ist es nicht. Kinder sagen die Wahrheit. Also, ich kann nicht zur Schule, meine Freunde sehen, ich kann nicht draußen spielen. Du gehst wieder zur Schule, sobald der Krieg vorbei ist. Und das sagst du einem kleinen Minikind, ey. Das ist... Oh, echt. Also, das ist es. Man darf ja nicht nur drüber reden, sondern mal wirklich mal Schädel auf. Und mal rein damit. Weißt du? Mal wirklich die Zeit und den Gedanken nehmen. Das einfach mal realisieren. Dass du... Das ist so behindert, Alter. Wenn ihr vorstellen müsst, ich müsste meiner Tochter sagen, du, ist Krieg draußen. Dann weißt du, wie scheiße es ist. Dann weißt du, wie kacke es ist. Wer vor Krieg hier flüchten muss oder sonstiges. Wer wirklich vor Krieg flüchtet. Ich betone das extra, weil wieder irgendeiner irgendwie das dazwischen scheißt. Oder welche Kacke meint zu machen. Wer wirklich vor Krieg fliehen muss, ist einfach nur am Arsch. Und dann mit Familie. Das ist... Geht gar nicht. Hm. Scheiße. Kann ich denn spielen? Was ist das? Ich will heute damit nicht mehr spielen. Ja, damit haben wir einen Diamant gefunden, da oben drin, der anscheinend was wert ist. Ah, hier oben kann sie noch spielen. Okay. Die Kleine muss unbedingt auf Trab gehalten werden. Kinder haben Vorrang. Punkt. Er ist sogar leicht krank. Oh, nee. Oh, ich brauche ja noch ein Bett, ne? Der Daniel ist krank. Mal mit Namen arbeiten. Christoph hat ein starkes Auge für Details. Christoph. Ja gut, die Geschichte ist natürlich noch vom Spiel erstellt. Die habe ich ausnahmsweise auch zum Schutze vielleicht mancher Personen nicht mit reingenommen.
Das, was wir hier sehen, passiert täglich. Mittlerweile, ja. Wer das abstreitet, sorry. Ausschalten jetzt. Es passiert tagtäglich in der Welt. Überall und nirgends. Mach einmal die Nachrichten an. Tod, Tod, Krieg, gestorben. Tod, Bomben, Tod, Krieg, Kriegwaffen. Das Wetter. Exakt nichts anderes ist es. Im Bett schlafen die Kleine, ja. Aber auf jeden Fall. Daniel, bitte Wache stehen. Und nicht schlafen, er soll plündern. Christoph ist am besten die Kleine auf jeden Fall im Bett. Ohne Wenn und Aber. Wir nehmen nichts mit, denn wir wollen plündern. Wir wollen nicht, wir müssen. Das Haus brennt noch, können wir es gefahrlos betreten? Tja. Oh, lol. Erstmal, was hier noch so drin ist. Erstmal alles mitnehmen. Oh, wir haben Teddy für die Kleine. Ne, kaputtes Spielzeug. Können wir vielleicht wieder reparieren für die Kleine? Also irgendwie heil machen, was auch immer damit möglich ist. Oh, lol. Okay, merken. Okay, niemand zu sehen. Niemand zu hören. Also man würde ja Schritte sehen oder irgendwie. Aber jedenfalls das Haus. Oh, lol. Ist ja schon mal mega riesig. So viel sauberes Wasser. Oh, Alter. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was für ein Glück wir gerade haben. Unbeschreiblich. Und hier auch nochmal so viel. Alles klar. Kann man das schon mal beiseite räumen? Für die nächste Nacht. Und ich möchte mich gerne nochmal dem Thema widmen. Ich muss. Ja, mit der Schaufel wird schneller gehen, ich weiß. Das ist immer surreal. Auch für mich. Du machst die Nachrichten an. Und immer. Du siehst es nur, du konsumierst es. Leider, weil du da mittlerweile dazu gezwungen geprügelt wirst. Aber auch das. Man ist so abgeschimpft. Die Hälfte der Menschheit, finde ich. Ist so dermaßen abgestumpft. Das kann doch nicht wahr sein, dass tagtäglich, und sorry, das ist gefühlt das ganze Jahr 2016 so, durch Serien und Co. und sonst, oder danach, vorher auch schon, und jetzt erst so richtig nochmal, nur noch Tod, nur noch blutige Bilder und im ganz normalen Fernsehen. Ja, die Amis verschrecken sich vor Titten, muss man auf den Punkt zu bringen. Aber Krieg und Sonstiges, das ist normal in der Welt mittlerweile. Ist das okay? Wollt ihr mich verarschen? Was wird dagegen getan? Nichts. Jo, ich mache einen Post dagegen. Ne? Ich demonstriere. Am Arsch. Ich bin einer, der es gerne auf den Punkt bringt. Das wisst ihr. Und das ist einfach grottig. Willkommen in Deutschland. In vielen anderen Ländern wären sie schon auf die Barrikaden gegangen. Es gäbe Gesetze, Sonstiges. Frankreich ist uns in vielen Dingen voraus. In vielen Dingen auch hinterher. Aber das Voraus wiegt mehr. Passt nicht, sogar Waffenteile, elektrische Teile. Okay, ich würde mal gucken, was... Ach, die Maus, ne? Oh, lol. Dein Bett ist auch noch so viel. Verbandzeug, Bandagen. Muss ich unbedingt nochmal herkommen. Ist hier noch irgendjemand? Ist tatsächlich niemand. Ein Werkzeug müsste es hier. Ja, ist auch hier die Ratte. Okay, da muss ich definitiv ein Werkzeug mich drum kümmern. Bin ich aber allein auf dem Planeten, der das so denkt? Wahrscheinlich ja nicht. Aber umso mehr würde ich tatsächlich mal Diskussionen anstoßen. Ist das denn so okay? Christoph ist zurück übrigens. Im Tag 2. Das heißt, er hat es geschafft. Einen Tag wieder weiter. Ist es denn die Möglichkeit, dass du nonstop nur noch... Ich finde, es ist so. Nur noch Krieg, Tod, Tod, Krieg. Positive Nachrichten. Deswegen ganz ehrlich, bin ich auch so eingestellt. Seit einiger Zeit. Ruhe. So ruhig es geht.
Mal abgesehen von für die eigene Gesundheit natürlich, klar. Aber das ist ein Wahnsinn. Christoph, kann ich das nächste Mal mitgehen? Bitte. Alter, was? Kalina! Und er sagt, die Scharfschützen könnten noch da sein. Gib ihm mal was zu essen. Hier, Kalina, du musst was essen. Unbedingt. Unfucking bedingt. Echt. Ein einfacher Gang kann in weniger Tage. Gibt es noch Nachtisch? Auch die Kleine ist. Ah, oh Mann, ey, Kinder! Kinder ist im wahrsten Sinne. Sitzt sie einfach da oben drauf. Hungrig, müde. Leg dich erstmal hin, mein Junge Christoph. Danke für die Nacht. Siehst du, wie viel Zeit da ist, um sich ums Kind zu kümmern? Siehst du das? Mal davon abgesehen, dass es eine absolute Ausnahmesituation ist, was hier passiert. Wer ist hier der Leidtragendste? Ach Mann. Oh, ey, diese Musik auch. Ich werde nichts mehr höher drehen. Die ist so intensiv. Daniel, ich habe Angst. Kannst du mich in den Arm nehmen? Aber hallo. Daniel. Natürlich, komm her. Du brauchst keine Angst haben. Danke dir. Los, nimm sie im Arm. Alles wird gut. Versprochen. Versprochen. Mann, ey, das ist. Ihr wisst es echt nicht, das ist. Das ist sich dieses Reinfühlen, nicht nur einfach. Auch für mich ist das unheimlich schwer, das jetzt, ich sag mal, was heißt beizubringen, aber das euch. Ich kann es euch gar nicht in diesen wenigen Minuten sagen, die wir hier immer zusammen haben. Das ist etwas auf so immenser Zeit, das alles wirklich in Ruhe zu verstehen. Und dafür haben wir die nächsten Folgen, muss ich dazu sagen. Hier überleben wir. Wir bauen uns Nahrung. Wir bauen uns Betten. Wir holen uns Nahrung. Es ist schon so. Huch, hola. Kann ich ihn irgendwo bauen? Es ist. Das schmerzt einen schon fast irgendwo. Dass das so hart ist, so tragisch, so, dass die Welt so scheiße ist. Das ist das, was ich meinte. Auf Arbeit hast du Ärger. Hier hast du Ärger. Die Menschen nur am Meckern, wo du denkst, Männers, Römers, Leute, haltet einfach mal die Fresse. Klingt vielleicht gerade ein bisschen hart. Was denn beibringen? Karina, komm, ich zeig dir was Neues. Was? Jetzt zeigt sie dem Kind, wie man das macht? Zeigt ihm, wie man dann für das Heizgerät und den Herd ver. Nein. Ach. Jetzt muss das Kind tatsächlich. Das finde ich krass und cool. Holz funktioniert am besten, wenn es. Was? Am besten, wenn es keins gibt, kannst du auch Bücher oder andere Komponenten benutzen. Andere Komponenten, das sagst du im Kleinkind. Gut, wird wahrscheinlich auch schon 8, 9 locker sein, aber. Bücher? Siehst du, fragt nach, was ist Buch? Für den Ofen reicht's nicht. Aber wir machen ein Radio. Wir bauen mal ein kleines Radio. Vielleicht hat die Kleine irgendwie dann
Anreiz, sag ich jetzt mal. Ich möchte mal mit der Kleinen reden. Ist gelangweilt aus. Willst du Stein, Schere, Papier spielen? Klar, warum nicht? Bin mal gespannt. Für mich ist es auch eine andere Nummer. Deswegen habe ich bewusst einige Charaktere hier gewählt. Ihr habt keinen Bezug zu diesen. Ihr könnt keinen haben. Geht nicht. Manche ja. Ich denke mir gerade hier unten dabei, hey, da ist Christoph. Daniel, mein alter Technikmeister. Einfach mal uns angewiesen, unser Zubehör. Achso, hier hätten wir ein paar Nachrichten. Nee, Musik wollen wir auch einfach nicht so hören. Wir wollen ja jetzt ein bisschen. Was ist das für Scheinwerfer? Werkzeug, genau, wir brauchen Werkzeug. Kann ich aber nicht herstellen, ne? Weil. Keine Werkzeugbank. Ihr Lieben, das war jetzt erstmal ein ganz, ganz softer Anfang. Ich werde noch tiefer in die Materie gehen, was Krieg, Kind, Familie, das betrifft. Mir geht es nicht gut, ich glaube, ich habe Schüttelfrost. Er wird nämlich krank, der Arme. Auf dem Boden zu schlafen ist furchtbar. Hungrig, schlecht geschlafen. Annika, essen. Christoph, hier hoch. Eins muss ich nochmal erwähnen. Für mich sind halt irgendwie gesagt Bilder. Ich sehe hinter jedem einen Menschen. Ich bin gerade hier in einem am ruhigen Spielen. Habe die Charaktere im Kopf. Sehe sie. Höre diese Musik. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt in einer Kriegssituation. In einer wirklichen, so wie hier. Exakt, wo wir im Fernseher einschalten. Werden wir das tun und sehen, was auf der Welt ist. Das ist einfach. Ja, schlafen, schlafen. Scheiße. Christoph, du musst mal her, bombardier das Haus. Los geht's. Und das und viel mehr sehen wir beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Dabeisein bis jetzt zum Punkt. Ich hoffe, wir sehen uns auch in den nächsten Runden. Und dann, wie ihr merkt, wird es auch noch mehr von mir geben, mehr von dem Spiel. Mehr von all den Gedanken. Bis dahin dann.